Wir waren zu Gast bei der diesjährigen Regionalkonferenz Weiterbildung in Haltern am See. Zu dem Thema Marketing in der Weiterbildung kamen zahlreiche Vertreter und Vertreterinnen von Volkshochschulen und Bildungsstätten aus dem Münsterland zusammen. Ziel war es, sich auszutauschen und eigene Marketingstrategien zu optimieren. Moderiert wurde die Veranstaltung von Jan Laie, dem Geschäftsführer des Bürgerhauses Bennohaus in Münster. Herr Georg Veit, Kulturdezernent der Bezirksregierung Münster und Autor, erklärt uns zunächst, was es mit der Regionalkonferenz auf sich hat. Die Regionalkonferenz Weiterbildung ist im Regierungsbezirk jeweils, also bei uns in Münster, eine Veranstaltung für alle gemeinwohlorientierten Weiterbildungseinrichtungen. Das betrifft die Volkshochschulen, aber auch die anderen Einrichtungen. Da kommen alle zusammen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind. Also eine Beschreibung der Landschaft in der Erwachsenenbildung. Wir sind gesetzlich laut WBG verpflichtet, einmal im Jahr eine Weiterbildungskonferenz durchzuführen, also eine Regionalkonferenz. Und das machen wir manchmal sogar zweimal im Jahr, weil wir das wichtig finden. Abschließend teilt er uns seine Eindrücke mit. Wir haben sehr guten Zuspruch gehabt. Ich glaube, das liegt auch am Thema Marketing. Die Leute wussten, es geht da nicht um irgendwelche detailökonomischen Prozesse, sondern um eine Selbstbesinnung, Positionsfindung und so weiter. Jetzt auch gerade während der Novellierung des Novellierungsprozesses des Weiterbildungsgesetzes. Ich habe mir auch einige Workshops angeschaut. Das fand ich auch sehr interessant. Sehr unterschiedliche Eindrücke und Erfahrungen aus den Marketingprozessen. Also ich glaube, insgesamt hat es den Leuten ganz gut gefallen. In dem Impulsvortrag von Professor Dr. Bernecker zum Thema modernes Bildungsmarketing ging es vor allem darum, welche Marketingmaßnahmen im Bildungsbereich hilfreich sind und wie man diese umsetzt. In diesem Vortrag regte Bernecker, der Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Marketing, zu Diskussionen an, indem er provokante Thesen in den Raum stellte. Und wenn Sie mit jungen Menschen sprechen, die bilden sich alle bei YouTube weiter, die kommen nicht mehr zu Ihnen. Also offensichtlich mehr YouTube als eigene Weiterbildung, ja, wenn ich das jetzt mal gerade so quantifiziere. Zudem gab es die Möglichkeit, verschiedene informative Workshops zu besuchen und sich mit anderen Teilnehmern intensiv auszutauschen. Wir haben einige Teilnehmer nach ihren Erwartungen an die Regionalkonferenz gefragt. Ich erwarte mir viele neue Anregungen, Impulse für die eigene Arbeit bei uns vor Ort. Da ich auch noch relativ frisch dabei bin, erhoffe ich mir einfach von Erfahrungen von Kollegen zu profitieren, insbesondere im Bereich Marketing, Marketing mit neuen Medien auch sicherlich. Was gibt es da für Möglichkeiten, was wurde schon ausprobiert und was sind so vielleicht auch erste Einschätzungen, wieso da die Erfolge, die Rückmeldungen der Teilnehmenden sind? Erwartungen an so einen Regionaltreffen sind immer Netzwerken, die Leute treffen, mit den richtigen Leuten sprechen, Impulse mitnehmen für die eigene Arbeit, Ideen, was man irgendwie vielleicht neu machen kann, besser machen kann und auch so eine Abstimmung, sind wir mit unseren Ideen, die wir schon auch entwickelt haben, auf dem richtigen Weg. So, passt das irgendwie so in der Weiterbildungslandschaft überein? Außerdem wollten wir etwas über Ihren Bezug zum Marketing wissen. Also wir fangen zum Beispiel jetzt die sozialen Medien ein bisschen mehr an, noch eben aufzugreifen, haben seit letzter Woche einen Instagram-Account und da versuchen wir das natürlich irgendwie mehr aufzubauen. Und auch da ist aber immer so die Frage, wie sieht das rechtlich aus? Was muss man markieren als Werbung und Anzeige? Und auch so in dem Bereich würde ich mir noch mehr Futter wünschen, eben auch von so einem großen Dachverband und von der Regionalkonferenz. Die lehrreiche Regionalkonferenz zeigte, dass das Thema Marketing gerade in der heutigen digitalisierten Welt besonders wichtig und viel diskutiert ist. Das betrifft vermehrt auch den Bereich der Bildung. So konnte die Konferenz den vielen Teilnehmern neue Blickwinkel aufzeigen, ihre Bildungsstätte öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Marketing ist demnach nie statisch, sondern ein sich stets weiterentwickelnder Prozess.